meine Lieben, heute gibt es ein neues Video für euch und ihr seht schon Mel auf dem Wickeltisch. Das heißt, wir werden die Kleine heute umziehen und zwar alle drei. Ja, es wird ein richtiges Akkordarbeiten hier. Und zwar dachte ich mir, ich habe ja drei von diesen richtig süßen Kuschelpullis hier. So, einen haben wir noch und dann haben wir noch einen ganz richtig süßen. Und deswegen dachte ich mir, wir ziehen allen drei mal so einen richtig süßen Kuschelpulli an. Und mal schauen, wie die denn so aussehen auf den ganzen Fotos, die ich dann machen werde. Und ja, wir fangen mit Mel an. Dann geht's weiter mit Jaden und dann kommt noch Lennox. Und wir wünschen euch ganz, ganz viel Spaß dabei. So, die Mel wird diese Hose wieder anziehen. Und die Jungs bekommen noch andere Hosen an und jeder bekommt auch noch einen neuen Body an. Und nicht wundern, falls es ein bisschen lauter ist, es ist finster, ist hinter euch auf. Weil frische Luft ist wunderschön. So, den Body an. Für Mel gibt es diesen Body hier. Den fand ich richtig süß und den hatte bis jetzt erst Jaden an. Wollen wir mal gucken, ob der Mel auch passt. Oder müsste er eigentlich? Die beiden sind ja eigentlich relativ gleich groß. Mein Hund ist auch wieder hier. Felix, komm mal her. Hier. Und sag mal Hallo. Nicht so doll, nicht so baby. So. Und der zweite Felix ist auch da. Auch mal Hallo sagen. Hallo. So. Ich ziehe allen kurz Bodies an, wie ihr seht. Weil die Pullis ja relativ dick sind und es echt total warm draußen ist. Und wenn es dann zu warm ist, kann ich die Pullis nachher wieder ausziehen. Und dann haben die alle so einen Kurzarmbody an. Das ist, glaube ich, ganz praktisch. Und der Body hier, Mel, ist viel zu groß. Aber es ist süß. Ich mag Babys in großen Bodies, aber. So, dann gibt's die Hose wieder an. Erstmal die Socken. Die riesigen Socken von Lennox. Aber die sind so süß an ihr. Das ist nuckelig. So. Zack, zack. Hose wieder an. Sieht so witzig aus mit diesem viel zu großen Body. Und ein bisschen quält. Das mag ich nicht. Das mag ich nicht, Mel. So. Das heißt, ein bisschen ordentlich. So. Und jetzt kommt auch schon der Pulli drüber. Mel bekommt den hier an, weil sie ein Mädchen ist. Und deswegen muss sie ein bisschen herausstechen von den anderen. Und ich wollte den sowieso mal anziehen. Hatte sie den schon mal an? Ich weiß es gar nicht. Wisst ihr das? Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr wisst, ob Mel den schon mal anhatte. Ich weiß es nicht, echt nicht. Keine Ahnung. Also, Jaden hat ihn schon mal an. Das weiß ich. Oh, der ist so weich. Ist hier drin eigentlich auch dieses Fell? Nee. Der ist ja doof. Mel, hast du es ja gar nicht so weich wie wir. Können wir dich ja nur so weich kuscheln? So. Oh, das ist so süß. Das ist so süß. Ein riesiger Kuschelbär. Oh, wie niedlich. Sieht aus wie ein Junge jetzt, aber das ist nicht so schlimm. Oh Gott. Sag mal. Der ist einfach richtig groß und Mel sieht dann so richtig klein und mini aus. Aber es ist süß, oder? So. Dann kommt die Mel ins Bettchen. Oh, das ist richtig süß. Oh, ist so süß. Und dann kommt der Jaden dran. Oh, du bist schwer. So, Schnulli zur Seite. Bei ihm haben wir ein bisschen mehr auszuziehen hier. Zack. Zack. Wir müssen gleich seine Haare nochmal machen. Mal guck mal. Er ist gerade aufgestanden. Seine Haare sehen auch so aus.
Hören sich an wie so Kanarienvögel, die hier draußen wohnen. Wo es einfach nur normale Vögel sind. Würde ich mal behaupten, oder gibt es hier Kanarienvögel? So, mein Body. Für Jaden gibt es einen ganz normalen grauen Body. Diesen hier. Den mag ich an ihm total gern, weil die Farbe Grau steht ihm einfach sehr gut, finde ich. Genauso wie dieses Braun hier. Auch richtig schön bei ihm. Noch mal richten. Zack, zack. Bei Jaden muss man mal richtig aufpassen mit seinen Wimpern, weil die sind, also seine Wimpern bestehen aus gerotetem Haar. Also dieses Haar, was er auch auf dem Kopf hat. Und deswegen sind die sehr empfindlich. Das ist sehr schade. Weil er hat schon sehr, sehr viele über seine vorigen Mama verloren. Weil er ja schon ganz viele Mama-Wechsel hatte. Ich glaube, er hatte schon 3 Mamas oder so. So, dann gibt es eine Hose. Der Jaden bekommt diese Hose hier an. Ich finde, die passt ganz gut mit diesen Knöpfen hier zu seinem Pullover gleich. Und auch zum Body dann, wenn wir den Pullover ausziehen. Und ich mag ihn in so Pumphosen, das sieht total süß aus. So. Und der Lennart bekommt nämlich diesen coolen Body an, finde ich richtig schön. Den hatte er damals immer richtig oft an. So, und der Jaden bekommt diesen hier an, weil der andere ist größer und das ist natürlich besser für Lennox. Und das ist auch Lennox seiner. Und den hier hatte auch Lennox damals an, als ich ihn das erste Mal, also an dem Tag, als ich ihn bekommen habe, habe ich nämlich alle meine Klamotten angezogen und bin immer spazieren gegangen mit jedem Klamottenteil. Meinen damaligen Kinderwagen. Und dann hat er auch diesen Pulli an. Und da habe ich noch ein richtig süßes Bild von, wo er so richtig, richtig süß da im Kinderwagen liegt. So, der hat sogar Öhrchen hier dran. Oh, auch so ein richtig süßer. Aber Jaden sieht hier noch ein bisschen dicker drin aus. Mel ist so richtig dünn. So. Die Jacke. Mütze auch mal ab. Und eine Jeans hat er auch noch an. Also Lennox schwitzt, glaube ich, sehr. Aber in meinem Zimmer ist eigentlich immer relativ kalt. Also ist nicht so schlimm. Was war eigentlich die ganze Zeit? Spielen. Ich denke, es gibt kein ordentliches Spiel. Ich habe jetzt mittlerweile was gefunden, mit dem ich beschäftigen kann. Okay. So. Und das ist übrigens mein absoluter Lieblingspulli bei Lennox. Ich finde den so geil. Der ist einfach von dem Schnitt einfach total toll, weil das steht ihm einfach total gut. Und das hinten ist auch sehr cool. Jetzt haben wir noch so einen riesigen weißen Body. Und ich finde, er kriegt auch immer neue Socken an. Er hat jeden Tag die gleichen Socken an. Das geht gar nicht. So. Hallo Füße, nackte Füße. So, jetzt geht's am Body. Langarm-Bodies sind bei Lennox immer richtig schwer auszuziehen. Finde ich nicht so gut. Das wird die anstrengend immer. So, ich nehme mir die Windel nochmal. Der hat so eine richtig große Hand hier, da geht der Body immer gar nicht so rüber. So. Zack. Wenn man so die Bodies von den Kleinen mal anguckt und dann seine riesigen Bodies hier, das ist echt ein Unterschied. Und die Hosen von Lennox, da könnte ich Mel und Jaden zusammen reinstecken. Finde ich. Gefühlt. Sieht so aus. So. Das hier ist mein Lieblingsbody, weil ich die Farben aber richtig schön finde.
Und ich habe ihn einfach schon lange nicht mehr angezogen, weil er mir irgendwie, ich weiß nicht, ich finde es total doof, wenn man so Sachen hat, die einem total gut gefallen, möchte man sie nicht anziehen, weil sie könnten ja dreckig werden oder so. Und das finde ich nicht so gut. Aber heute dachte ich mir einfach, ich ziehe es einfach mal an, weil, ich weiß nicht, die Kleinen können das nicht dreckig machen. Ich finde das so süß bei ihm. Aber den könnte auch, glaube ich, Jaden schon bald haben, weil der ist echt schon ein bisschen klein. 63, das ist nämlich 56, das passt nicht mehr. So, Socken hole ich ihm gleich. Ach, die anderen beiden sehen so süß aus im Bett mit diesen Puschel-Puschel-Anzügen. Mel sieht so richtig aus wie so ein echtes Baby, weil sie schläft. Schläft da so in ihrem kuscheligen Pulli. Und macht nichts. Meinst du, Romina wäre auch süß in so einem Pulli? Stimmt. Ich glaube ja. So. Und das ist auch die Lieblingshose von mir bei Lennox, weil die hat er schon richtig, richtig lange und die steht ihm einfach immer. Egal was er anhat, sie passt einfach immer. So. Und dann gibt es jetzt diesen süßen, richtig süßen Pulli. Der kommt aus England. Richtig, richtig schön. Und der ist noch viel weicher als die anderen. Weil ich weiß nicht, der ist auch von drin total so. Also da hat das Baby auch was davon, weil der ist komplett in diesem Kuschelstoff, wie ihr seht. Also ist richtig, richtig krass. Außer die Mütze, die ist so richtig schön rot. Und das liebe ich. Rot ist meine Lieblingsfarbe an Klamotten. Auch bei mir, ich trage auch selber sehr viel Rot. So. Dann hast du einen riesen Kopf einmal her. Hallo. Süß. Ich weiß gar nicht, wie lange ich diesen Pulli schon habe und ihn noch nicht angezogen habe. Vielleicht wissen es ja meine Zuschauer, die gucken ja alle meine Hauls, dann wisst ihr das bestimmt. Und die hat keine Ohren, das ist ja schade. Keine Ohren für dich, Lennox. Oh Gott. Ich glaube, wir brauchen noch einen größeren Pulli für ihn. Schaut euch das mal an. Er ist so riesig.